Servus Leute, zwei Survival-Techniken, die total unterschätzt sind und auch immer wieder vergessen werden. Welche das sind, zeige ich euch in dem Video. Bleibt dran! Zwei Techniken, die vergessen werden und auch völlig unterschätzt sind im Thema Survival, hat nichts mit dem Messer zu tun, deswegen packe ich es jetzt weg. Das Thema Survival ist die letzte Zeit ein bisschen raufgekommen und hat sich vermehrt auf YouTube und allgemein. Ich bin drauf gekommen, wieder zurück zu dem Thema Survival und habe mir mal Gedanken gemacht, weil der Survival Pete mit dem Stefan Outdoor Chiemgau bei mir zu Besuch im Wald waren und wir haben über das Thema ein bisschen philosophiert. Und er hat ja auch ein Video gedreht, eine Dokumentation darüber. Könnt ihr mal vorbeischauen beim Survival Pete. Nur nebenbei. Genau, und da habe ich mich ein bisschen beschäftigt mit. Und dann ist mir aufgefallen, ich habe ein paar Kanäle so angeschaut und habe verschiedene Artikel gelesen und gesehen. Was mir aufgefallen ist, sind die Skills werden immer wiederholt. Das sind immer die gleichen Skills. Klar, das sind die Basic Skills, die sind sehr wichtig zum Überleben draußen. Zum Beispiel Unterkunft bauen, Trinkwasser finden, transportieren und aufbereiten, ein Feuer anzünden, Nahrung finden, Navigation, Knoten, Kunde, Signale, Erste Hilfe ist auch sehr wichtig. Also auch beim Wandern, Erste Hilfe immer wichtig. Das erste Thema ist natürlich Sport. Nein? Doch, ist wirklich wichtig. Und zwar, wenn man nicht fit ist, kann man auch kein Survival machen. Ist meine Meinung und auch meine Erfahrung. Wie komme ich darauf? Es ist nie als Empfehlung wirklich aufgelistet. Was bringt mir das, wenn ich die beste Ausrüstung habe und sie nicht schleppen kann? Nehmen wir mal an, du bist voll fit mit Skills, bist auf dem Berg, hast Schneesituation, siehst aber oberhalb an der Baumgrenze, kann man sich Holz holen, du willst ein Signalfeuer machen, du musst da hochkommen irgendwie. Lass mir mal die Gegebenheiten vom Boden und alles außer Acht, aber da hoch, diese Fitness zu haben, das Holz zu holen, zu sägen, zu hacken, wenn du das Zeug dabei hast, ganz klar. Aber geh mir von der Theorie mal aus, ist ohne Sport und ohne Fitness gar nicht so gut möglich. Du bist wahrscheinlich am Ende, bevor es ums eigentliche Überleben sichern geht. Natürlich kann der menschliche Körper in einer Notsituation auch unfassbare Leistung vollbringen. Es wird viel über Fluchtrucksäcke gesprochen. Kannst du ihn tragen? Hast du die Rückenstabilität? Rückentraining, es hilft auch natürlich, wenn du deine Touren machst mit dem Rucksack. Mach auf jeden Fall mit deinem Fluchtrucksack Touren. Nimm dir Kilometerzahlen und schau, ob du das überhaupt schaffst. Fitness zu Hause ist immer möglich. Ich will euch da jetzt nicht erzählen, was ihr machen könnt. Ihr könnt selber schauen. Mir geht es nur darum, dass das eben eine Survival-Technik eigentlich ist. Also das gehört dazu zum Survival als Technik, Fitness und Sport. Ganz wichtiger Punkt. Macht euch da mal Gedanken. Ich möchte diesen Punkt jetzt abschließen, um zum zweiten wichtigen Skill, der auch immer wieder vergessen wird, kommen. Ja, welche denn nun? Ganz einfach. Suchten. Nein, wirklich, Suchten, das ist eine Sache, das kann von Zucker, Kaffee, Alkohol, Zigaretten, Sucht sein. Suchten, die halt mit Substanzen zu tun haben. Okay, habe ich mit Survival-Spezialisten vor 12 Jahren schon drüber philosophiert. Ganz interessante Geschichte. Das muss man auch nicht wirklich trainieren, sondern abtrainieren. Das ist gerade das Gegenteil wieder von dem Sport. Das trainierst du an und die Suchten trainierst du ab. Aber warum denn jetzt? Nehmen wir an, Fluchtrucksack, die Nummer wieder, du flüchtest in den Wald, weil Zombie-Apokalypse etc. Ja, wieso genau? Das wollte ich eigentlich sagen. Das treibt einen immer zurück in die Zivilisation, sowas. Es gibt Leute, die das dann einfach, oder man kann das dann vielleicht nicht aushalten. Ich gehe jetzt nicht von mir aus, obwohl vielleicht doch, was Kaffee betrifft. So nach ein paar Tagen hätte ich dann wirklich schon extrem Lust auf einen Kaffee. Und Zucker geht mir auch manchmal ab, gebe ich zu. Das ist dann schon ein Punkt. Alles andere ist jetzt nicht so,
tragisch, muss nicht sein, kann, muss aber nicht, ja, dich treibt zurück in die Zivilisation. Und da bist du natürlich dann gezwungen, dich in Situationen zu begeben, die gefährlich sind. Weißt, Zivilisation, Menschen, Raubmord, Schlägerei. Und das meine ich damit. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, meiner Meinung nach. Also wirklich, wie seht ihr das denn? Das sind jetzt meine speziellen Meinungen. Fand ich aber sehr interessant, ist mir durch die ganze Geschichte mit dem Survival wieder aufgekommen bei mir in die Gedanken. Ja, weil ich das nirgends sehe. Immer reden die Leute, ja, du brauchst hier so ein Messer und du musst hier diesen Schliff haben und du brauchst einen Feuerstahl. Naja, natürlich ist das wichtig. Aber diese Basics wie Fitness und keine Suchten zu haben, wenn man es ernst meint, das zu trainieren, meines Erachtens ein wichtiger Punkt. Das ist vielleicht auch für die Neulinge interessant, die Leute, die das Survival schon seit vielen Jahren machen. Ich glaube, denen ist das vollkommen bewusst. Die haben die Erfahrung, die wissen das. Wenn es wirklich jemand ernst meint mit dem Survival, dann sollte man sich darüber zumindest mal Gedanken machen. So, das war's. Das waren meine Gedanken. Ganz ein anderes Video. Aber ich wollte mal drüber sprechen. Und schreibt es mir doch in die Kommentare, wie ihr das so seht. Also, ob das schon für euch wichtig ist oder ob ihr nur rausgeht und sagt, okay, ich kann Feuer machen, das reicht. Schreibt es mir unten rein. Ich bin gespannt. Also, dann. Und nicht vergessen, wenn ihr rausgeht, nehmt euren Müll mit und achtet die Natur. Habt Respekt davor. Das ist ein wichtiger Punkt. Gehört auch dazu. Danke fürs Reinschauen. Macht es gut. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal hier auf meinem Kanal. Servus. Ciao.